Im TV sind sie noch als Paar zu sehen. Doch zwischen Gina Beckmann und Cedric Beidinger ist alles aus. Der Big Brother-Gewinner von 2020 ist schon im Fernsehcontainer begeistert von der hübschen Blondine. Die lässt ihn aber ewig zappeln und erst dieses Jahr im Mai verkünden die beiden, ein Paar zu sein. In Staffel 2 von Couple Challenge treten sie sogar gemeinsam an. Doch noch bevor die Folgen auf TV Now abrufbar sind, haben Gina und Cedric schlechte Nachrichten für ihre Fans. Gina und ich sind seit circa einem Monat nicht mehr zusammen. Von wem ging die Entscheidung aus? Die Entscheidung ging von mir aus. Wieso, weshalb, warum? Weil es am Ende einfach die Gefühle waren. Also es ist jetzt nichts vorgefallen, Negatives, sondern ich habe einfach gemerkt, dass die Gefühle, die ich derzeit auch noch für sie habe, einfach wirklich freundschaftliche Gefühle sind, familiäre Gefühle. Gegenüber Promiflash betont der Ex-Polizist, dass sich die einstigen Turteltauben im Guten trennen und Freunde bleiben. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Denn die Trennung nimmt die Influencerin mehr mit als den Sportfan. In einem Instagram-Livestream stellt sie klar, Cedric wäre sehr gerne noch mit mir weiterhin befreundet, aber derzeit kann ich mir keine Freundschaft mehr zwischen uns vorstellen. Ja, ich habe mich gefühlt wie eine heiße Kartoffel, die einfach in den Sand geschmissen wird und vergessen wurde. Immerhin trifft der gebürtige Mainzer den Entschluss zur Trennung ganz allein. Die Blondine legt sogar nach und verrät. Cedric zieht den Schlussstrich nach einem Streit und längerer Funkstelle per Textnachricht. Daraufhin habe ich dann einen Text auf WhatsApp bekommen, dass ihm aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass ja, er gemerkt hat, dass die Gefühle zu einer oder für eine Beziehung doch nicht reichen. Aber hat die Teilnahme an der TV-Produktion etwas mit dem Liebesaus zu tun? Gina ist sich nicht sicher. Was sie aber weiß? Während der gemeinsamen Zeit im Camp haben die zwei einige Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen. Genau deshalb merkt Cedric letztlich auch, dass er und seine Ex keine gemeinsame Zukunft haben. Aber hab halt auch, ja, teilweise schon auch gemerkt bei Couple Challenge so, wir sind einfach doch dann zu unterschiedlich und dass sich Gegensätze anziehen, das ist halt nicht so. Trotz der Trennung bekommen die Fans bei Couple Challenge noch einmal die volle Ladung Liebescontent zu sehen. Findet Cedric das schlimm? Sich bei Couple Challenge zu sehen ist schön, ganz klar, ja, weil wir sind befreundet, also ich mag sie, aber dieses Techtelmechtel, sage ich mal, dann ist schon ein komisches Gefühl. Für Gina dürfte es besonders schwer sein. Immerhin scheint sie der Beziehung noch etwas mehr hinterher zu trauern. Sie wünscht ihrem Ex trotzdem nur das Beste und hofft, dass ihre Community nicht zu hart mit ihm ins Gericht geht. Eines ist jetzt aber klar. Nach dem Trennungsstatement sind die Zuschauer umso neugieriger, mit welchen Problemen sich Gina und Cedric bei Couple Challenge auseinandersetzen müssen.